Stadtspiegel in Bochum präsentiert das Gesicht des Sommers 2013. Ist es nicht ein Anblick? Hallo Bochum, einen Riesenapplaus! Ich bin Sarah Weigelt. Meine Mutter hat mir das in der Zeitung gezeigt und ja, dann hat sie mich überredet dazu. Mein Name ist Vanessa Nios und ich habe vom Wettbewerb gesehen und habe mich einfach mal beworben. Also ich finde, das ist eine schöne Geschichte, dass die Städte das jetzt ausrufen. So, wir kommen zu Platz Nummer 2, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jacqueline Sidhoff, ich bin Zweite geworden und ich habe den Artikel in der Zeitung mit meinem Freund zusammen gesehen, konnte mich aber nicht so recht entschließen und er hat mich dann im Endeffekt überredet, doch mitzumachen. Vor allen Dingen, dass nicht nur die ganz jungen Menschen daran teilnehmen, sondern dass wirklich gesagt wird, das Gesicht des Sommers, wir suchen ein Sommergesicht und das kann jeden Alters entsprechen, wer ein hübsches Lächeln hat. Und ich finde, diese Aktion, die sollte auf jeden Fall weiter fortgeführt werden. Ich bin Selina Nagel, habe den Artikel in der Zeitung gelesen, habe mich spontan beworben. Tja, Platz 1, meine Damen und Herren, für Jacqueline Albrecht. Also meine Mutter hat mich beworben, dass ich daran teilnehme. Am Anfang wollte ich es nicht, habe mir immer gedacht, so nein, warum denn, wird doch sowieso nichts draus. Dann habe ich mir gedacht, gut, nerv nicht weiter, ich melde mich jetzt da an. Und als ich dann in der Zeitung war, hat meine Mutter mich und meinen Freund zur Seite genommen oder meinte jetzt er zu meinem Freund so, komm mal mit runter, ich habe was für dich. Und dann hat sie die Zeitung aufgeschlagen, da war ich halt in der Zeitung drin und er musste auch erst zweimal hingucken, bevor er mich gesehen hat überhaupt. Ja, und am Ende haben sich alle gefreut. Super, super stolz, glücklich, also die ersten drei Plätze hätte ich gehofft, dass es wird und das ist jetzt Platz 1, das ist super. Also. Ich heiße Brigitte Gradilone und ich komme in Vertretung für Nadine Denise Hopp. Maria Bauer. Ich habe freiwillig daran teilgenommen und zwar nach einem Abend und ungefähr 3 bis 5 Cocktails im Bermuda-Dreieck dachte ich plötzlich, ich müsste da mitmachen und ich wäre ein Supermann. Ja, mein Name ist Paolo Buchmann. Ich habe durch meine Mama mitgemacht, weil sie das in der Zeitung gesehen hat und gesagt hat, bewirb dich mal, vielleicht kommt das ja. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wieder in Bochum, auf jeden wieder Fall. Mit dem Stadtspiegel. Wenn es wieder heißt, das Gesicht des Sommers 2014. Super. Danke. Danke dir.